Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal, meine lieben YouTube-Freunde und zukünftigen Neukunden. In diesem Video geht es um das wahnsinnsgroße Thema Social Media. Juhu, ja. Ein Hype-Thema, nach wie vor ongoing, ja. Und warum dieses Video? Weil wir im Zuge des Recruitings, aber auch der Neukundengewinnung bzw. für unsere Kunden, aber auch für uns selbst zahlreiche Vorstellungsgespräche von Praktikanten, Werkstudenten, Junior, Senior, Experten, Social Media Marketing Manager, solche, die sich so nennen und es werden wollen, etc. pp. Ja. Erfahrungsschätze geschöpft haben, also wirklich teilweise wirklich stressige Vorstellungsgespräche, teilweise auch sehr verwirrende Vorstellungsgespräche, also man mag es kaum glauben, was so alles sich bewirbt auf. Heute zum Beispiel hatten wir eine Bewerberin aus Augsburg, ja, ich nenne natürlich keine Namen, und die hat sich irgendwie so um 12 Uhr rum beworben. Wir rufen dann natürlich immer sofort an, so schnell wie es geht, innerhalb von einer Stunde haben wir da angerufen. Und die konnte sich gar nicht erklären, dass sie sich auf einen Junior Social Media Marketing Manager beworben hat, obwohl es bei mir auf dem Bildschirm in Indeed gestanden ist. Ja, sie hatte einfach behauptet, sie hätte sich auf einen Werkstudenten, auf ein Praktikum beworben. Ja, also eine völlig andere Stelle. Ja, also sehr verwirrte Dame, und dann hat sie auch nach einigem Hin und Her, dann hat sie einfach aufgelegt. Ne? Vielleicht hätte ich einfach auch schneller auflegen sollen, aber ich bin da manchmal auch viel zu gut, beziehungsweise auch meine Leute sind da teilweise noch viel zu weich. Ne? Also es gibt unfassbar verwirrte und irgendwelche Leute, die sich irgendwas bewerben, eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun, da einfach nur irgendwelche Bewerbungen raushauen. Ja, also viel Glück damit, da wirst du nicht sehr weit kommen, kann ich dir schon mal sagen. Ja, oder wenn ich dann frage, auf du hast dich bei uns vor 2 Stunden beworben. Was weißt du denn über unsere Firma? Dann sagt die, habe ich noch gar nicht nachgeschaut, hatte ich keine Zeit, mich vorzubereiten. Ja, man recherchiert die Firma, bevor man eine Bewerbung rausschickt. Okay? Aha, ganz was Neues, ja. Die Regel gibt es schon seit 30 Jahren, sorry. Oder noch länger, also solange ich denken kann. Okay. Aber in diesem Video das Thema Social Media. Es ist super, super, super wichtig. Denn viele sind einfach komplett wahnsinnig geworden schon mit diesem ganzen Social Media Influencer. Hunds und Kunz nimmt sich auf. Einige davon starten auch durch die Decke, können gut davon leben, teilweise sehr gut davon leben, einige weniger gut. Sei es drum. Es passiert viel da draußen und es nach vielen Trial and Error, man sieht ja auch da immer nur die Spitze des Eisbergs, ne, nicht die ganzen Fehler und das ganze Scheitern sieht man meistens gar nicht, ist da denn der Influencer legt es da, man sieht ja nur die 2 Millionen Follower oder sowas. Ne. Im deutschsprachigen Raum sind es dann eher weniger als wie 1 Million Follower, im deutschsprachigen Raum, wenn du 100.000 bis 500.000 Follower hast, ist es genauso schwierig wie im englischsprachigen Raum, 1 bis 3 Millionen oder vielleicht 5 Millionen Follower, ja, weil es halt einfach 20, 30, 50 mal mehr Leute gibt, die Englisch können. Ja? Und es kommen täglich neue dazu. Und im deutschsprachigen Raum hat man manchmal das Gefühl, es werden täglich weniger, die Deutsch können. Ja? Okay. Kleiner Scherz am Rande, steckt aber ein bisschen Wahrheit drin. Okay, heute schauen wir uns alle also an, das Thema Social Media. Ich mache es mal rot. Ja, warum? Nochmal ganz konkret das Social-Media-Thema, weil halt einfach wir gemerkt haben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal 2 Jobanzeigen vergleichen und wir haben für unsere Kunden, wie gesagt, unterstützen wir mittlerweile auch, aber auch für uns selbst, für unterschiedlichste Szenarien, Level, also quasi, wie gesagt, und es ist immer das Gleiche. Wenn irgendwas mit Social Media in der Jobanzeige steht, und im Verhältnis zu Vertrieb zum Beispiel, dann ist das Verhältnis meistens 20, manchmal sogar 30 oder vielleicht sogar 40 zu 1. Das heißt, wir erhalten 20, 30 mal mehr Bewerbungen auf irgendwas mit Social Media. Ich sei jetzt mal dahingestellt, was das genau ist. Im Vergleich zu zum Beispiel Vertrieb. Obgleich ja, und das ist ganz wichtig, die
Wertschöpfungskette ist ja sehr komplex teilweise und auch etwas, sagen wir mal, das geht alles Hand in Hand. Aber die eigentliche Kern, sagen wir mal, Wertschöpfung, beziehungsweise du bist in der Pipeline, ja, vom, sagen wir mal, von der Gewichtung her, ne? Also im Sales ja viel näher am Kunden, viel näher am Abschluss, viel näher am Umsatz, also viel näher an der eigentlichen Wertschöpfungskette dran, als wie jetzt halt im Social Media. Ne? Im Social Media hast du das so, dass du da unter Umständen, je nachdem, was du da genau machst, primär ja mit anonymen Leuten, also mit Leuten, wo du gar nicht weißt, wer das eigentlich ist, zu tun hast. Ne? Du kommentiert jemand, du bist irgendwie Social Media Manager oder sowas und du kommentierst dann da drauf und weißt gar nicht, der hat dann irgendwie ein Pseudonym. Die meisten sind ja anonym unterwegs, ja, ganz besonders in Deutschland. Ja? Haben ja alle Angst, sich irgendwie zu outen und so weiter. Und es ist doch interessant, dass alle irgendwie gehypt sind von diesem Social Media. Da wollen irgendwie alle arbeiten, da wollen irgendwie alle sich weiterbilden, da wollen irgendwie alle wahrscheinlich der Millionen Follower, der nächste Millionen Follower Influencer werden und dann irgendwie durch die Welt reisen und ein paar Mal irgendwas ins Handy reinsprechen und dann gut davon leben können. Vielleicht ist das der Hintergrund, aber es sind alle so richtig ein bisschen angefixt, habe ich das Gefühl. Und vergessen dabei eigentlich, dass egal auf welchem Level, und jetzt Achtung, aufgepasst, vielleicht ist es auch neu für dich, egal auf welchem Level du dich befindest, im Bereich Social Media, und wir reden jetzt mal von YouTube, weil YouTube ist eine der solidesten und meiner Meinung nach auch zukunftsfähigsten Social Media Plattformen, weil es eben zu Google gehört und das Hand in Hand geht. Grundsätzlich dort auch Suchresultate mit bedient werden. Das heißt, es ist so ein Hybrid so ein bisschen. Es ist einfach nicht nur rein Social Media, weil dort jetzt auch verschiedene Sachen kommen, wie zum Beispiel YouTube Musik. Ja? Und, also kommen ganz krasse Sachen noch. Ja? Und wird schon sehr, sehr, sehr interessant und es entwickelt sich sehr stark weiter. Wobei man zum Beispiel jetzt bei einer anderen Social-Media-Plattform, wo man jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Snapchat, Twitter und so weiter, muss man immer ein Fragezeichen hinsetzen, okay, für welche Verwendungszwecke ist es jetzt wirklich geeignet oder war das jetzt wieder so ein Hype und so weiter. Meta ist schon auch sehr stark noch, aber ist doch sehr, sagen wir mal, teilweise auch behaftet von sehr starken Schwankungen und immer wieder Vorfällen, dann kommt wieder Apple und macht irgendwas und so weiter. Und YouTube ist doch etwas mehr stabiler, würde ich mal sagen. Aber auch da geht die organische Reichweite stark zurück. Also auch da ist der Wettbewerb extremst, hat er auch angezogen. Und dann gibt es jetzt die ganzen Bezahlmodelle und so weiter. Also, grundsätzlich wird es härter und gleichzeitig wollen da alle trotzdem immer noch hin. Und jetzt aufgepasst nochmal bitte. Egal auf welchem Level, das ist das, was ich gerade eben eigentlich sagen wollte, egal auf welchem Level du bist und egal auf welcher Social Media Plattform, einschließlich YouTube, ich sage das ausdrücklich, weil ich ein YouTube-Fan bin, trotzdem, du bist im Hamsterrad gefangen, solange du dich fast ausschließlich auf der Social Media Plattform befindest und davon lebst und postest und monetarisierst oder whatever oder auch ein paar Links reinpackst. Affiliate Links oder was auch immer. Also das mal an alle, die sich irgendwie so gehypt fühlen und wollen da einfach in diesen Social Media Bereich rein. Ja, ganz, ganz wichtig, egal jetzt, ob du potenzieller Kunde von mir bist oder potenzieller Bewerber, ist völlig egal. Du bist halt dann, sagen wir mal, nicht mehr in einem Plastikhamsterrad, wenn du irgendwie 10.000 Follower hast oder 20, je nachdem, wo du gerade dich, welche Zielgruppe du hast. Hat natürlich die Followerschaft auch eine gewisse Wertigkeit, sehr unterschiedlich teilweise. Im B2B bist du vielleicht mit 10.000, 20.000 Followern schon gut bedient, ja, im B2C vielleicht weniger und so weiter, aber je nachdem, wo du dich gerade befindest, bist du dann vielleicht im silbernen, im bronzenen Hamsterrad, vielleicht im goldenen Hamsterrad. Vielleicht sind dann, wenn du mal angenommen hast, mal 500.000 Follower im deutschsprachigen Raum, das ist ungefähr so viel wie 2 Millionen Follower im englischsprachigen Raum, dann bist du vielleicht, da funkeln vielleicht da so ein paar Diamanten rum. Ne? Also du hast dann vielleicht
10.000 Euro bekommst du durch die Monetarisierung einfach immer wieder so rein, ne? Einfach. Erkläre ich gleich, warum in Anführungsstrichen einfach. Also da funkeln in deinem Hamsterrad, funkeln dann schon so irgendwelche Diamanten rum und so weiter. Ne? 10.000, fünfstellige Summen über deinen YouTube-Kanal jeden Monat. Aber um die eben zu bekommen, jetzt kommt's, musst du immer und 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 nochmal immer und immer und immer weitermachen. Posten, 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 posten. Wenn du im Urlaub bist, posten. Wenn du beim Schlafen bist, posten. Ja? Und der Wettbewerb und alles und Algorithmen und diverse Bezahlmodelle und so weiter, wo dann nicht mehr monetarisiert wird und Abo-Modelle und was jetzt alles noch kommen wird, auch bei YouTube, das wird nicht weniger leicht werden. Ja? Und gleichzeitig strömen da immer mehr Leute auch hin. Aber der Markt, besonders im englischsprachigen Raum, ist stark am Wachsen. Also da kannst du schon noch was Geld gut verdienen, aber du bist und bleibst im Hamsterrad. Und das ist der eine große Punkt, warum ich dieses Video hier mache. Und bitte das eindeutig und einmalig für immer verstehen. Wir, besonders und jetzt den Schwenk zum B2B, es ist eigentlich egal, oder B2C, ist völlig egal, jetzt mal völlig davon abgesehen, dass meine Zielgruppe einfach primär in der IT-Welt zu Hause sind. Also ich habe mich ja spezialisiert seit Jahrzehnten auf die IT-Welt und da jetzt insbesondere seit vielen Jahren schon in die Software-Development-Branche. Du, wir wollen ja weg von Social Media und das so schnell und so effektiv wie nur irgendwie möglich. Der Zweck heiligt die Mittel, ja? Klar müssen wir Social Media nutzen, weil die Plattformen sind so unfassbar mächtig. Ich meine, Microsoft, Google, ja, im Grunde gehört auch Amazon indirekt dazu. Ne? Also wenn du irgendwie ein Buch verkaufst oder irgendwie sowas, wenn das auch Teil von deiner Strategie ist, oder diverse andere Sachen. Aber grundsätzlich Alphabet, Meta, ja, X, wie das jetzt heißt, Twitter und dann noch so ein paar andere. TikTok und das LinkedIn halt, ist ja Microsoft. Auf jeden Fall, der Zweck heiligt die Mittel, die beherrschen mehr oder weniger so die Hälfte von der Welt. Na? Also die digitale Welt der westlichen digitalen Welt beherrschen die, also komplett. Und du kommst da nicht aus. Der Zweck heiligt die Mittel. Okay? Jedoch ist das nicht unser Endziel. Ganz im Gegenteil, wir wollen so schnell wie möglich Sichtbarkeit erzeugen. Engagement im besten Falle, sodass wir mehr Sichtbarkeit erzeugen. Das ist sozusagen der Amplifier, also der Verstärker. Ja? Also, hier nochmal die Schritte. Sichtbarkeit, qualitativ hochwertige Sichtbarkeit. Wir wollen nicht irgendwo Sichtbarkeit. Ja, ich könnte jetzt die ganze Zeit posten, irgendwelche politischen Themen, kriege ich ständig Hits irgendwie. Ja? Einwanderer, Auswanderer, sofort 2000 Views. Wenn ich jetzt ein Video mache zur Kundenakquise, B2B, kriege ich nur 50 Views. Ja, aber vielleicht sind von den 50 Views dann 10 Prospects dabei. Und von den 10 Prospects kaufen 5 bei mir ein. Ja? Und von den 2000 Views, wo wenn ich irgendwas zu Einwanderungspolitik mache oder sowas, da sind dann vielleicht 1000 Hater dabei oder die haten dann irgendwas und so weiter. Aber es bringt mich erstmal jetzt nicht so wirklich weiter. Also Quality first, Sichtbarkeit, dann Engagement ist auch wichtig, weil das sozusagen Sichtbarkeit fördert, ne? Kurbelt den Algorithmus an. Aber das war's schon. Und dann kommt's ins Commitment rein. Also ihr erinnert euch immer den Funnel, den ich immer so aufmal. Ne? Wir haben hier oben ganz viele Sichtbarkeit, dann kommt Engagement und dann kommt's Commitment. Und ab dem Commitment wird es langsam interessant. Da mache ich mal die Farbe grün. Ja? Grün wie Pipe Drive. Hier ist das Commitment. Commitment bedeutet, ich lade was runter, ich hinterlasse meine E-Mail-Adresse, ich hinterlasse meine Handynummer, meine Festnetznummer, ich beantworte ein paar Fragen, ich sage was aus über mich. Na, das kann jetzt über ein Calendly sein, das kann jetzt über ein anderes Formular sein, das kann direkt über den Kalender oder die Formulare von zum Beispiel einem CRM sein, wie zum Beispiel PipeDrive oder HubSpot. Und das ist der springende Punkt. Hier wird es erst langsam richtig interessant.
Und was gleichzeitig passiert hier, bitteschön? Ja, genau, weg von Social Media. Ja, ab hier sind wir nicht mehr auf Social Media. Und genau das ist doch unser erstes großes Online-Marketing-Ziel. Das ist ja unsere Social-Media-Strategie, nicht auf Social Media da permanent irgendwas zu machen und in so einem goldenen Diamanten in meinetwegen Hamsterrad reinzukommen, ja? Sondern der Zweck heiligt die Mittel, wir nutzen Social Media, müssen wir halt, unter anderem auch, aber dass wir dann möglichst schnell ins Commitment reinkommen. Und das hier ist das alles Entscheidende. Hier treffen sich diese beiden Linien, Social Media raus, weg von, ja, ins Commitment rein. Und was ist hier? Das CRM in dem Fall. System. Sorry. System. Ja, bin so aufgeregt, da verschreibe ich mich immer. Ich weiß nicht, wie man System schreibt. Keine Angst. Das CRM-System. Ja, emotional geladen. Ich weiß nicht mal mehr, wie man System schreibt. Kleiner Scherz am Rande. Also das CRM-System, das ist in der Regel in dem Fall das richtige System. Aber generell könnte ich auch CRM streichen. Ja? System. System ist das Wort. System. Das ist das, wo wir hinwollen, meine Damen und Herren. Warum? Warum? Weil wir hier Owner sind. Ownership. Daten ist das neue Gold. Öl, Gas, ja, kennen wir alles. Ja? Kloppen sich die Leute, bedrohen sich sogar mit Atomwaffen, was weiß ich alles. Aber das eigentliche Gold sind die Daten. Und hier haben wir rechtskonform, DSGVO-konform, wenn wir das alles richtig aufsetzen, haben wir Ownership vom eigentlichen Gold. Ja, dann sind wir nicht mehr im Golden Hamsterrad, sondern dann haben wir sozusagen unser eigenes Hamsterrad sozusagen. Nein, das stimmt so nicht, aber letztendlich das Gold, das uns hier sozusagen umgeben hat, ja, im goldenen Hamsterrad sozusagen, das haben wir abgerissen, eingestampft und jetzt haben wir ein paar coole Goldbrocken da. Ja, wie so eine Mine, ja, aus der wir schöpfen können. Und desto größer die Mine, desto mehr können wir schöpfen. Ja, das ist wie so ein Obstgarten, der immer wieder blüht. Stell dir vor, wir sind irgendwo so am Äquator, ne, wo man fünfmal ernten kann. Na, man hat da so eine Ananasplantage, ist nicht so wie bei uns in Deutschland. Na, da muss man immer wieder ein Jahr lang warten, bis wieder die Ernte kommt. Ein Jahr lang warten, bis wieder die Ernte kommt. Gut, wir haben das natürlich mittlerweile so systematisiert und haben das irgendwo gelagert und schippen dann das Zeug aus Spanien und was weiß ich. Ja, dass wir immer Früchte haben. Aber so vor 500 Jahren hatten wir immer nur einmal Früchte im Jahr. Mal angenommen, du bist irgendwo am Äquator, ne, und hast dort deine Plantage gekauft. Das ist das CRM-System. Und dann holst du hier die Samen rein vom Social Media, aus dem Social Media. Und da blüht's und da wächst und da gedeiht's. Ja, und dann, das wird immer größer. Deine Plantage wird immer größer und du erntest dann die Früchte. Ja, und da passieren gewisse Dinge, bis in die, kannst du dann irgendwann mal automatisieren, ein bisschen Workflows reinbauen, ja, E-Mail-Templates und dann verknüpfen mit deinen unterschiedlichsten LinkedIn-Profilen, User, wenn du einige Mitarbeiter hast, die damit stark arbeiten, die können da auch quasi noch Daten reinfüttern und es ist alles schön in einem Ort, ja, und das konsolidiert sich miteinander, ja, gleicht sich ab, ja, dedupliziert sich auch. Ganz wichtig, Deduplikation, ja, im B2B, manches muss man leider noch manuell machen, weil einfach, besonders in Deutschland auch, manche Firmen, so unterschiedliche Töchterfirmen und dies und das hier ist, und die haben dann irgendwie sehr ähnliche Namen und dann gibt es auch verschiedene Firmen, die haben dann, sind zwar unterschiedliche Firmen, aber heißen wieder fast gleich, na, da muss man halt schon schauen, dass man da Ordnung hält und so, aber dann hat man halt da ein paar Mitarbeiter oder man beauftragt halt klein Marketing, wo es halt dann unterstützt, operativ und so weiter. Aber das ist deine Plantage. Ja, kannst du gerne hier unten mal einen Link zu unserem CRM-System, das wir empfehlen, Preis-Leistung, tipptopp. Ja, Pipedrive haben wir Wochen, Tag und Nacht reingesteckt an Recherche und Testen und hast du nicht gesehen.
wirklich mit allen drum und dran. Da geht es nicht nur darum, okay, wir pflegen jetzt ein paar Leads ein. Ja, das kannst du irgendwie mit jedem CRM. Sondern wir haben dann schon wirklich getestet, okay, wie leicht ist es zum Beispiel wieder, die Daten da rauszuziehen. Ja? Da sträubt sich so ein bisschen HubSpot. Da braucht man schon fast wieder einen Programmierer dafür. Finde ich bei Pipedrive wesentlich einfacher. Denn es kann ja durchaus eines Tages passieren, dass du sagst, hey, ich will mit dem CRM nicht mehr machen. Da kommt irgendwie ein komplett neuer, guter Anbieter in 5 Jahren. Dann hast du da irgendwie 20.000, 30.000 Marketing- und Vertriebsvorgänge drin. Ja, mit irgendwelchen Gesprächsnotizen. Insgesamt vielleicht, 50.000 Gesprächsnotizen drin. Die willst du ja mitnehmen, wieder in dein neues CRM-System. Und das nach Möglichkeit nicht irgendwie 500.000 Euro Entwicklungskosten da deswegen reinstecken, sondern das willst du mit ein paar Knopfdrücken also wieder die rausziehen können und dann in das neue CRM wieder reinmachen können. Ja, und das ist bei Pipedrive, die sind da relativ wie so ein Open-Source-System diesbezüglich, also wesentlich offener, geöffneter wie Pipedrive. Das ist unsere, wie HubSpot zum Beispiel oder Salesforce oder sowas, aber